Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Transport Fever. So, heute. Ich sagen, machen wir was weiter. So, gucken wir mal in die Richtung weiter. Guck schon mal neue Busse. Hier über den Berg drüber ist total schwer, eine Eisenbahn zu bauen. Also wie wäre es, wenn wir mit einem Bus von da nach dort fahren? Zumindest von dieser Stadt hier. Ich würde das ja immer alles so ein bisschen verschieden haben. Hauptsache die Leute vorne mit dem Auto. Konnte ich schon irgendwie angucken, wo die alle hinwollen? Nee. Oder ging das? Bärendorf. Sehr viele Einkaufsmöglichkeiten, ne? Die wollen jetzt trotzdem dort rüber, das hab ich ein Gefühl. Auch wenn die Autos alle zwischen den Städten pendeln, aber hier könnte mal einen Zug bauen. Oder? Moment, ich muss nochmal hier Dingskarte anmachen. Ja, durchs Tal hier. Oder sagst du, fährst hier? Ich hab da eine Schmalspur. Was habe ich denn eigentlich für die Schmalspur für Lokomotiven? Muss ich da ein extra bauen? Ja. Das würde mich eigentlich mal interessieren. Für 10.000 setzen wir uns das mal kurz hier hin. Sieht alles gleich aus. Okay. Kann ich mich die Straßenmenü zugucken oder was? Ha. Da müssen wir die Schmalspur mal gucken. Oder halt oder eine Straßenbahn hier rüber. Und für hinten würde ich dann zu einem. Und die drei Städte mit diesen Elektro-Triebwagen, also mit diesen fertigen Triebwagen machen, die drei Städte. Das wisst man ja. Aber hier wird schon auf jeden Fall eine Busverbindung überbauen wollen. Das können wir jetzt mal machen. Kostet das Ding echt 20 Millionen? Ist ja auch nicht mehr ganz sauber. So. 20 Millionen. Ich würde sagen, eher eine Stadtlinie. Geht hier rein. Oder dann. Ich muss auf den Straßen weiterbauen. So. Die Überlandlinie. Geht hier raus.
Muss ja irgendwie kreiseln. Weil ich mag das nicht, wenn die Busse irgendwie einfach nur so wenden. Obwohl ich das eigentlich jetzt ohnehin auf der anderen Stadt gemacht habe, ne? Naja, auf jeden Fall eine Linie, so. So. Das ist Linie 12. Auf Linie 12 kommt was Lenes. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und dann machen wir noch eine Linie von hier. Das müssen wir schwarz machen. Hier, hier, hier. Können wir gleich sinnvoll noch nutzen. Und nicht erschlossenen Bereich mitnehmen. Moment. Halt, 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 bessere Idee. So. 8. So. Den, den, den. Da müssen wir uns nochmal gucken, was wir da für Busse nehmen. Und zwar brauchen wir den schnellsten, der noch geht. Aber der kann noch 70, Rotz. Ich will aber was Größeres eigentlich haben. Eigentlich wären da hier die schön. 80, 75, 80. Die Musse können ja alle gar nicht so schnell. Hundert. Also 75 mit Personen- und Fahrradanhänger wäre jetzt hier. 80. Ich glaube, das ist gut. 80 und 25 Leute. Kostet gleich viel. Ja. Sag, dann nehmen wir den. Aber diesmal bitte eine andere Farbe. Komm, nehme ich einfach mal in Schwarz. Ah, sieht so scheiße aus. Nun nehmen wir so gelb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, und das gleiche hier üben. In gelb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, zeige mal her. 74 Sekunden. Und hier?
will mal so einen Bus verfolgen, wie es aussieht. Ob das denn so funktioniert, wie ich mir das so wünsche. Da geht er schon direkt auf große Tour. Mir macht er gar nicht. Der da geht auf große Tour. Ich glaube, das ist der Angel Bus, der einfach mal umlehnt. Alle anderen fahren wir zurück. Fahren in die richtige Richtung. Schon ganz viel los in der Stadt. Aber das so sieht. Meine Bahnhöfe sind nur am Arsch der Welt hier irgendwie. Halt, was gibt's Neues? Boah. Starkes. Starke Dieselpower gibt's. Wir haben noch ein paar schöne Güterzüge auf die Strecke bringen, das weiß ich. Das hoffe ich. Boah, jetzt hat's kurz geleckt. Ich dachte, der würde bloß anhalten, aber es hat geleckt. Leute fahren mit. Nö. Ganz schön Enttäuschung. Einer, ein Fahrgast. So, jetzt geht's über die Berge. Aber seht das Problem? Die Autos sind schneller. Kann man wahrscheinlich mit modernen Bussen misshalten. Vor allen Dingen, wenn die Busse so ausgebremst wären. Mal sehen, ob die Strecke so angenommen wird oder nicht. Dauert natürlich mal alles erst ein bisschen kurz. Im Moment macht es nur halt ganz schön Minus. Aber. Guckt euch das mal an, wir sind schuldenfrei. Faszinierend. Okay, was habe ich jetzt gesagt? Können wir jetzt dann große Eisenbahnstrecken bauen wieder. Von hier, nach hier und dann nach. Dann stecken wir dort. Oh, ich denke mal hier. Und das hier wird dann mal eine durchgehende Linie. Besser als diese komische Teilung, die ich jetzt gerade mache. Ja, dann fangen wir mal an. Bin mir sicher, wir brauchen hier einen Kopfbahnhof. Eigentlich nur E-Gleis, oder? Ja, man weiß es ja nie, man macht mal zwei Gleise. Man weiß ja nie, ich würde hier immer ein bisschen höher machen. Hochgeschwindigkeit, zweiten Straßenanschluss.
Guck mal, sieht aus wie jedes andere Haus hier. Wenn ihr besser wüsste, könnte das alles sein. Waldrach ist auch nicht gerade so eine kleine Stadt. Untergrundbahnhof hab ich auch noch, ne? Flexibel Bahnhöfe habe ich noch. Aber das ist Schmalspur. Untergrund würde übrigens so aussehen. Naja, das wäre mal für eine Stadt dann irgendwas. Und oben Cut Station sieht so aus. Oh cool. Aber ich sag mal so, solange wir uns nicht sicher sind, was wir alles wollen, würde ich das erstmal so lassen. Na toll. So. Uha, naja gut. Das liegt auf dem Berg. Das ist ja richtig beschissen. Warte mal, ich hab grad eine geile Idee. Hier wäre dieser oben Cut-Bahnhof gerade mal so schlecht. Oder? So viel oben Cut ist das ja gar nicht. Gut, ich würde sagen, Fahrleitungsbau machen wir dann in der nächsten Folge, aber wir machen hier noch die Straße rein. So und so. Denke mal, das muss weg. So, alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.